Hallo und willkommen zum zweiten Teil für unsere Anfänger. Das letzte Video musste ich leider so abrupt enden lassen, weil das Problem ist, dass normale Kameras, Fotokameras, nicht mehr als 30 Minuten Videosequenzen aufzeichnen. Und normalerweise geht meine Nikon dann auch weiter, das heißt, die sequentiert das nur. Das hat sie aber in diesem Fall leider nicht getan und ich hätte das Video nochmal neu drehen müssen. Und da ich glaube, das Wesentliche rübergebracht zu haben, wollte ich dann darauf verzichten. Das sei mir nachgesehen. Ich möchte nochmal kurz zu einigen Leserkommentaren Stellung nehmen. Das, was ich hier schildere und erzähle, basiert auf über 50 Jahren Elektronikerfahrung. Und ich werde von diesem Stil auch nicht abweichen, sondern das ist mein eigener Stil, das sind meine eigenen Erfahrungen und die können bei jedem anderen anders aussehen. Auch gibt es verschiedene Philosophien, die kann man teilen, die kann man nicht teilen. Ich lasse das alles offen, ich lasse das alles so stehen, aber das, was ich hier zeige, ist meine Art, damit umzugehen und dabei bleibt es auch. Okay. Jetzt macht es ja mal Sinn, sich diesen Verstärker in der Funktion etwas näher anzusehen. Wie gut zu erkennen ist, habe ich das wenige, was noch fehlte, die Elektrolytkondensatoren komplettiert. Alles andere war ja schon fertig. Lasse den IC, also den Leistungsverstärker, bewusst ohne Kühlkörper, also nur mit seinen Kühlfahnen dort. Und habe jetzt die Betriebsspannung, die variabel angegeben wird, zwischen 9 und 15 Volt mit einer 9 Volt Blockbatterie realisiert. Und es geht darum, mal zu schauen, was kann dieser Verstärker überhaupt leisten, vor allen Dingen ohne Kühlung. Das nächste, wenn es so einfach ist, einen Verstärker aufzubauen, warum haben dann HiFi-Verstärker einen so riesigen Aufwand? Ein HiFi-Verstärker ist ja dagegen 10-mal so groß und mit viel mehr Bauteilen versehen, mit einem größeren Gehäuse, einem wesentlich leistungsfähigeren Netzteil und so weiter und so fort. Und da wollen wir mal hinschauen, wo ist jetzt denn der wesentliche Unterschied? Und bemerken wir den überhaupt akustisch so direkt? Ja, okay. Noch interessant ist, dass ich hier jetzt keinen Lautsprecher am Ausgang habe als Lastwiderstand, sondern einen 4,7 Ohm Widerstand, der den Lautsprecher quasi als Belastung simuliert. Und der hat 5 Watt Belastbarkeit. Das reicht für unsere Versuche hier vollständig aus. Okay, so, das haben wir jetzt. Und ich speise hier am Eingang mit den beiden Klemmen ein wirklich sauberes Sinussignal, ein Niedrig-Klärfaktorsignal ein mit 200 mV und am Ausgang greifen wir das einmal ab auf dem Oszilloskop und schauen uns das Signal an und wir messen die Spannung, denn wir wollen mal bestimmen, was für eine Leistung dieser Verstärker in einem vernünftigen Arbeitsbereich bringen kann bis zur Ausstörungsgrenze. Okay. Also drehen wir jetzt den Lautstärkeregler hoch, der ja vorne ein ganz einfaches Poti ist, ein Trimmer. Und wir sehen, ja, da ist ein Sinus im Ausgang an. Und jetzt geht es darum, wann ist denn die Ausstörungsgrenze erreicht, welche Leistung können wir denn überhaupt ansetzen. Und jetzt fahren wir das mal hoch und wir erkennen, dass jetzt sogar Schwingungen einsetzen. Die können daran liegen, dass nicht genug Massefläche vorhanden ist, dass der Verstärker einfach so auf dem Tisch liegt, sei geschenkt. Aber jetzt erkennen wir das berühmte, berüchtigte Clipping eines Transistorverstärkers, denn nichts anderes ist das hier. Die Transistoren sind in dem IC einfach nur zusammengebaut. So, und das wäre also jetzt schon out of order. Nun drehen wir das Ganze zurück und ich denke, wir können eine relativ saubere Wiedergabe mit etwa eine Ausgangsspannung am Lastwiderstand von, ich habe es mal gerade schon mal gemessen, also 2,06 Volt, die sind akzeptabel, das leistet er. Jetzt die Frage, wie kommen wir darauf, was das jetzt für eine Leistung am Lautsprecher wäre? Und das ist gar nicht so schwierig. Ich drehe mal die Lautstärke wieder runter. Wir schauen dazu mal auf einen vorbereiteten Zettel
und haben hier oben die Formel, wie wir das relativ einfach berechnen können. Die Grundformel heißt P, also Leistung, gleich U zum Quadrat durch R. Mit 2.06 waren wir uns einig, dass der Verstärker da seine Ausstellungsgrenze erreicht hat. Das zum Quadrat ergibt 424 und dividiert durch die 4,7 Ohm Lastwiderstand ergibt eine Leistung, die der Verstärker bei einer 9 Volt Batterie abgibt, von 0,9 Watt. Dann ist aber auch wirklich Sabbat. Also ungefähr 1 Watt Leistung. Okay, jetzt ist das Ganze ja insofern interessant, dass wir mal sagen, er kann hier auch noch eine Betriebsspannung bis zu 15 Volt. Was passiert denn, wenn wir die jetzt anlegen? Und dazu baue ich jetzt mal eben kurz die Anschlüsse um und wir wiederholen die Messung noch einmal. Jetzt die veränderte Spannungsversorgung. Das Datenblatt der Firma Konrad gibt an, dass dieser Verstärkerbaustein mit maximal 15 Volt versorgt werden kann. Das ist jetzt gerade über das Labornetzteil. Mal schauen, dass ich da noch rankomme. Realisiert, ihr seht es, ziemlich genau 14,999 Volt, also 15 Volt. In Rohstrom nimmt er 14 mA auf und das ist die Stromversorgung. Was wir uns jetzt anschauen wollen, das sind etwas andere Parameter. Und zwar, wie hoch ist jetzt die Leistungsfähigkeit? Und ich zeige euch jetzt die Aussteuerung am Oszilloskop, damit ihr die Aussteuerungsgrenze auch wieder erkennt. Und man sieht dann aber schon, dass jetzt die Ausgangsspannung am 4,7 Ohm Lastwiderstand wesentlich höher ist. Ich bin jetzt bei der Aussteuerung von verträglichen 4,0 Volt ausgegangen. Ihr seht, kurz danach geht er ins Clipping. Jetzt gehen wir zur sicheren Seite, 4,0 Volt. Ja, kann man ein bisschen schwer einstellen, aber ich setze mal bei unserer Berechnung 4,0 Volt an. Okay, dann machen wir wieder unsere Rechnung auf. Müssen wir mal kurz unten aufs Blatt wieder gehen. Habe ich's? Ja, okay. So, das ist jetzt die Berechnung für die... Ist das der Fokus ein bisschen Probleme? Da muss ich hier etwas rüber gehen. So, jetzt haben wir den Fokus. Okay. So, schauen wir jetzt nochmal auf die Berechnung. Die Formel ist natürlich die gleiche geblieben. P gleich U Quadrat durch R. Aber der Einsatz ist ein anderer. 4 Volt Effektivspannung im Quadrat ergibt 16 durch 4,7 ergibt 3,4 Watt. Im Gegensatz zu 0,9 Watt bei der Batterieversorgung von 9 Volt. Also schon erheblich mehr. Gut, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Und jetzt baue ich die Kamera um, weil jetzt schauen wir uns mal was Interessantes an. Und zwar auf dem Audio Analyzer. Und wir schauen danach, wie sind denn die Verzerrungen dieses kleinen Verstärkers. Und vor allen Dingen, das ist sehr interessant, wie sind die Verzerrungen bei 15 Volt Betriebsspannung. Und dann schwenken wir nochmal zurück auf die 9 Volt Betriebsspannung und schauen uns die Verzerrungen bei 9 Volt Betriebsspannung an. Das ist ein interessantes Experiment, was ich mit euch machen möchte. Okay. Wir schauen gemeinsam auf einen Audio Analyzer der Firma Rode und Schwarz. Das ist ein UPA3. Den habe ich noch nicht lange, erst ein paar Tage. Und da bin ich dankbarerweise über Kontakte des YouTube-Kanals zugekommen. Sehr gepflegtes Gerät. Aus bekannter Hand. Ich danke nochmal allen Beteiligten für das Organisieren und die Kontaktaufnahme. Mir fehlt jetzt lediglich hier nur die Zusatzplatine B9 Wow Flutter. Wenn also einer so eine in der Ecke liegen hat, sei der Aufruf gestartet, die hätte ich gerne. Preis können wir darüber reden, keine Frage. Also Aufrüstmöglichkeit B9 wäre ich sehr daran interessiert. Ansonsten arbeitet das Gerät tadellos, Messwerte stimmen,
alles, was ich bis jetzt damit gemacht habe, war super. Nochmal vielen Dank. Ja, wir sehen hier auf dem linken Display die Ausgangsspannung des Verstärkers. In der Mitte seht ihr die Frequenz, wird mit 1 kHz gespeist und hier wird gleich der Gesamtklirrfaktor total auftauchen. Und ich fange jetzt an, den Verstärker auszusteuern. Ihr werdet sehen, dass die Spannung am Messgerät links zeigt und steigt am Display. Ich gehe jetzt mal bis auf die 4 Volt rauf. Und ihr seht, jetzt haben wir einen Klirrfaktor von 1,47%. Ich hoffe, das ist gut zu erkennen. Ja, das ist zu erkennen. 1,47% bei 4 Volt. Wenn ich jetzt aber weiter hochgehe, seht ihr das, dann steigt der Klirrfaktor natürlich immens. Das ist also wirklich die Aussteuerungsgrenze. Und was jetzt noch geschieht, das seht ihr auch. Der Verstärker wird warm, weil er nicht gekühlt ist und der Klirrfaktor steigt. Und zwar nicht unerheblich. Das ist also auch sehr interessant zu sehen, dass es dann, wenn Übertemperatur auf den Halbleiter kommt, zum Ansteigen der Verzerrung des Klirrfaktors kommt. Das heißt, wir liegen jetzt bei etwa 3 Volt Aussteuerung im Klirrfaktor schon wesentlich höher, als wir gerade bei der Vollaussteuerung hatten. 1,88%. Und jetzt kommt was Interessantes, weil jetzt nehme ich die 15 Volt Spannungsversorgung vom Netzteil ab und schließe wieder unsere 9 Volt Blockbatterie an. Das werden wir gleich daran erkennen, dass die Ausgangsleistung wesentlich kleiner wird, also die Spannung am Lastwiderstand. So, die 9 Volt Batterie ist geklemmt. Ich fahre jetzt wieder die Spannung hoch. Ihr seht's, aber jetzt schaut euch mal den Klirrfaktor an. Wir hatten uns ja gerade darauf geeinigt, dass wir die Ausstörungsgrenze bei etwa 2 Volt haben. Dann fahren wir die auch mal an. Und das haben wir jetzt. Da liegen wir bei 4,8%. Und jetzt die Frage, würde man das an einem kleinen Lautsprecher hören? Das ist eine gute Frage. Im Vergleich dazu, der Klirrfaktor des Generators mit 0,033%. Das ist also das, was ins Gerät reingegangen wäre bei 1 kHz. Gesamtklirrfaktor in Summe total. Und wenn ich das jetzt runterbreche, dann liegen wir bei 0,002%. Gesamtklirrfaktor ist immer höher als der Teilklirrfaktor. Ja, das wäre also das, was eingespeist worden ist und was rausgekommen ist, habt ihr gerade gesehen. Wir machen es nochmal. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die richtigen... Das ist Ausgang. Das ist Eingang. Ich hatte jetzt die Lautstärke runtergedreht, dann passiert nichts. Jetzt muss ich die Lautstärke schon mal ein bisschen aufdrehen. So. So, und jetzt schaut mal, ich gehe jetzt auf eine ganz kleine Leistung. Also wirklich niedrige Leistung mit 375 Millivolt und der Gesamtklirrfaktor, also total Distortion, liegt bei 4,32%. Bei der 9 Volt Batterie. Wir sehen also, dass die Spannungsversorgung und die Einstellung des Arbeitspunktes in diesem Chip, sprich also auch die Kombination der komplementären Stufe, die da drin ist, ganz wesentlich von der Betriebsspannung abhängt und einen großen Einfluss hat. Das nächste, was jetzt noch kommt, wir berechnen mal, wie viel Verlustleistung denn da in Wärme umgesetzt wird. Und dazu
gehen wir jetzt zuerst auf die Strommessung und das wird gemacht, indem wir die 15 Volt anlegen und ihr seht es jetzt hier oben. Jetzt geht es an die Aussteuerungsgrenze erneut. Wir schauen, was er für den Strom aufnimmt. Ich hatte gerade gemessen 0,412 Ampere. Jetzt sind wir etwas drüber. Und wir erkennen auch, jetzt erwärmt er sich und der Aufnahmestrom steigt. Das geht so lange, bis wir ein Grabkreuz an den IC machen können, denn der ist jetzt ja nicht gekühlt. Ja, okay, ihr seht die Tendenz. Der Strom steigt und steigt und steigt. Und das wäre auf Dauer nicht gut für den kleinen Verstärker. Okay, das sind jetzt die Messwerte. Gleich fassen wir nochmal zusammen, was wir für eine Verlustleistung haben. So, Verlustleistung. Erstmal die Eingangsleistung berechnen. Das ist sehr simpel. Die Formel allgemein bekannt, P gleich U mal I. 15 Volt mal 0,421 Ampere macht 6,315 Watt. Das geht in den Verstärker hinein. Und wir wissen, er bringt eine Leistung von 3,4 Watt. Das heißt, die Formel ist recht einfach. Die Verlustleistung Ptod, Pin, also Eingangsleistung minus Ausgangsleistung. Ja, dann sind wir relativ schnell bei 2,915 Watt. Also, ohne andere Verluste zu berücksichtigen, müssen jetzt in dem Chip bei dieser vollen Ausgangsleistung 3 Watt in Wärme umgesetzt werden. Und dass das nicht ohne Kühlkörper geht, das dürfte klar sein. So einfach kann man sich da ein Bild schaffen und das ausrechnen. Und jetzt bitte nicht sagen, oh, wer hat so einen Audioanalyzer? Das braucht ihr nicht. Das seht ihr auch auf dem Oszilloskop, wann der anfängt zu klippen. Und das andere, was den Clearfaktor angeht, ist wichtig für die Konstrukteure, ist konstruktionsbedingt. Da habt ihr in der Schaltung sowieso keinen Einfluss drauf. So, das heißt, für den Anfänger reicht es aus, ein Oszilloskop anzuschließen mit einem selbstgebauten Lastwiderstand. Ihr könnt euch solche Lastwiderstände auch selber bauen für die gängigsten Impedanzen eines Lautsprechers. Es gibt auch ganz spezielle induktionsarme Widerstände, die kann man sich entsprechend zusammenbasteln nach dem Gesetz der Parallel- und Reihenschaltung von Widerständen. Die werden dann auf einen großen Kühlkörper montiert und dann hat man locker relativ schnell für 50 bis 100 Watt einen Lastwiderstand, der entsprechend statisch gekühlt ist. Und dann macht man sich parallel dazu eine Spannungsausgangsklemme und misst das mit dem Oszilloskop oder man tastet es mit dem Tastkopf des Oszilloskopes ab. Das ist das, wo man damit anfangen kann und dann kann man über die Berechnungen, die wir gerade durchgeführt haben, schon mal grob die Leistung bestimmen. Es kommt da sowieso auf ein paar Milliwatt überhaupt nicht an. Ja, und dann streiten sich die Experten, ab wann hört man denn überhaupt Clearfaktor? Ich möchte da keine Stellung zu nehmen. Diese kleinen Chip-ICs und NF-Verlassungsverstärker waren vielfach in Radiogeräten und in Fernsehgeräten eingebaut. Und die hat man ja auch schon mal relativ laut gedreht. Ja, und diese 1,5% oder 1%, wer hat die wahrgenommen? Das ist das Problem. Ja? Man strebt jetzt in Bereiche vor. Dieser Analyzer hier, der ist heute überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig, den ich habe. Die neuesten Geräte, die können Clearfaktoren bis minus 120, 128 dB messen. Das ist aber für uns, für unsere Werkstätten und für das, was wir tun, alles überhaupt nicht erforderlich. Das ist wirklich nur interessant für Entwickler oder wenn man Wandler und Ausgangsstufen von CD-Playern prüft. Dazu muss man dann aber auch eine passende CD haben, die das auch bringt, diesen niedrigen Clearfaktor. Denn ich kann nur das messen, wenn der Eingangs-Clearfaktor sehr, sehr gering ist. Dann kann ich das nur messen. Wenn ich keinen Generator habe, der das beherrscht, dann wird es schon schwierig. Okay. Ja, das war ein kurzer Ausflug mit ein bisschen Grundlagenwissen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich habe die Mathematik so wenig wie möglich eingebracht. Aber das sind Grundrechenarten, die sollte normalerweise jeder nachvollziehen können. Bis dahin, ciao.